Ja, schönen guten Abend, Freunde. Es ist Freitagabend. Es geht ins Wochenende und wir starten mit einem Video. Ich habe hier ein Messer, das habe ich noch gar nicht richtig angeschaut. Nämlich das neue Fox FX105 MB. Kommt in der bekannten klassischen Lederscheide. Die kennen wir ja schon von anderen Messern. Das ganze Messer kommt hier nochmal in einem Stoffsäckchen, Jute-Säckchen oder sowas. Da haben wir drin eine Version vom Markus Reichardt 104er. Puh, richtig cool. In so, ja, Blackwash. So einer schwarzen Stonewash-Beschichtung. Ist richtig cool. Klar, wenn du es natürlich zum Beton verwendest, wird die natürlich drunter leiden. Aber das Ding ist ja auch ein Werkzeug und kein Vitrinenstück. Ne? Das nimmst du mit raus. Zum Feuer machen, wandern, selten campen, als Bushcraft Knife, als Survival, als Backup, als Camp Knife. Und es ist ziemlich robust ausgeführt, also ich denke, das sollte gut was aushalten. Wir haben hier Chimping drauf, das sogar noch seinen Namen verdient, das hält gut. Und natürlich super guter Griff, viel Volumen, gerundete Griffschalen, schön gerundet. Ne? Das heißt, wenn du auch lang arbeitest damit, kriegst du da keine Druckstellen nirgendwo. Da ist nichts, wo irgendwie drücken würde. Ne? Unten hast du noch zwei Hülsen drin. Kannst du Lanyard durchziehen. Oder sonst irgendwas damit anstellen. Das Ding ist verschraubt. Ob es drunter verklebt ist, kann ich nicht mehr sagen. Wir haben hier keine Bolster mehr, wie bei der TFG Edition, sondern aus einem großen Stück Bison Jute Micarta. Sieht gut aus. Gut, zu Micarta muss man mal sagen. Micarta ist halt nicht wie G10 ein homogener Kunststoff, sondern es ist ja noch eine Zusammensetzung aus einem Naturmaterial und Kunstharz. Wird ja in so Schichten, ne? Hier sieht man schön zusammengebappt und ausgehärtet. Trotzdem ist Micarta in der Lage, aber Feuchtigkeit aufzunehmen, wieder abzugeben. Also was ich immer mache mit meinen Micarta, ist, ich öle die sogar immer mal ein bisschen mit Ballistol ein, damit die immer so ein bisschen Restfeuchtigkeit halten und nicht so ganz austrocknen. Viel geht nicht rein und raus, aber es ist jetzt nicht mit einem Lack überzogen oder so, sondern es ist naturbelassenes Micarta. Glatt geschliffen und sehr angenehm. Cool. Finde ich, sieht nicht schlecht aus, dieses Dunkel. Ja, was ist das für eine Farbe? Ich denke mal, das ist schwarz mit einem Tacken Violett drin. Braun, ja. Da drin, darunter das weiße Micarta-Stur durchschimmert. Kann man, ich würde fast sagen, eine Aubergine geht so arg ins Violett. Es ist kein richtiges Schwarz, es ist kein richtiges Braun. Ich finde es aber ein schöner, dunkler Ton. Mit dem kräftigen Jute drunter. Passend perfekt zu dieser, tja, Blackwash-Klinge. Oder wie man immer das nennen mag. Diese schwarze Beschichtung. Hat schon, sieht schon aus wie so Used-Look, ne? Die Oberseite ist blank, rundherum eigentlich auch, ja. Nur die Flanken. Wir haben auch hier wieder Neolux, Maniago Italy, Markus Reichardt Logo, von der Seite das Fox Logo. Aber die Handlage erstaunt mich immer wieder. Es gibt zwei Hersteller, die machen super, super Griffe, und das sind MR Griffe und THC Griffe. Also das ist echt klasse, ja. Diesmal halt Micarta aus einem Stück. Schön, dazu kannst du hier diese Lederscheide hier nehmen. Oh, das ist halt noch brandfrisch. Das muss man wahrscheinlich immer auch erst ein bisschen sich hier rein angewöhnen ans Leder. Am Anfang ist da natürlich alles noch sehr, sehr straff. Da brauchst du, das kannst du eigentlich wegmachen. Da sitzt es am Anfang wahrscheinlich so straff da drin. Das braucht hier mal erst ein bisschen Zeit und Druck, dass sich das dann schön anpasst. Kannst du dann irgendwie so horizontal tragen oder ja, wie auch immer man das tragen mag. Ich würde sowas wahrscheinlich einfach in den Rucksack werfen. Was man machen kann, habe ich damals mit meiner Lederscheide gemacht. Ich habe einfach diese Schrauben hier rausgenommen und habe einen Tech-Lock dran gemacht. Mal gucken, ob ich da gerade jetzt irgendwo eins in der Schublade rumfahren habe. Das müsste nämlich ganz gut passen. Ich weiß nicht mehr, welches es war, aber ich glaube, ja, genau. Ich habe dann einfach geguckt, rechte Seite, wenn man es rechts getragen habe, habe ich einfach hier mit diesen beiden die Schrauben hier reingesetzt und habe hier mein Tech-Lock angesetzt.
Und dann kann man das auch so verwenden. Gibt es diesmal nur in einer Ausführung, hier in diesem Bison Utemi-Cutter und schwarzer Lederscheide. Das eigentlich ein MR104 Design mit kräftiger Klinge, aber FX105 genannt, weil es eben kein TFG Messer ist, sondern ein Fox Messer. Was wir jetzt noch schnell schauen können, ist mal, was wiegt denn das gute Stück? Hat nämlich eine ganz schön kräftige Klinge. Geile Handlage. So, 238 Gramm. Mit Lederscheide hast du dann 331 am Gürtel. Wir haben eine Klingenstärke, also die sollte gut was wegstecken können, von 5 mm. Das ist ein kräftiges Bushcraft Knife. Und wo habe ich mein... Suche ich das eigentlich jedes Mal. Dann kommen wir dann einfach hier den Zollstock, den ich gerade hier liegen habe. Passend, ist auch nicht schlecht, den kannst du eigentlich immer schön ansetzen. Und hier haben wir 11,7 cm, sind somit also unter den 12 cm. Und das ist natürlich bei uns eine feine Sache, denn dann kannst du das perfekt führen. Okay, das war's mal vom neuen Outdoor Bushcraft Survival Knife von Fox, das FX105 MB. Gut, sage ich hier schon mal danke fürs Einsehen, bewerten, kommentieren. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, bye bye, euer Hillbilly.